Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir hier in unserer Gruppe. Ich glaube, heute ist ein ganz besonderer Tag, denn alles spricht dafür, dass wir heute hier die 2000 Mitglieder ja, erreichen. Die 2000, die magische Zahl 2000 an Mitgliedern. Sehr, sehr schön. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du hier bist. Und ich möchte ja einfach mal einen kleinen Tipp heute mit dir teilen, den ich gerne nenne Check-in in den Tag. Ich habe mir das inzwischen so angewöhnt, das ist schon so automatisiert in meinem Unterbewusstsein einprogrammiert, dass das automatisch geht. Und ich habe, als ich angefangen habe, mir das anzueignen, auch auf meinem Handy in der Weckfunktion morgens um 6 Uhr im Kalender mich daran erinnern lassen. Und ja, habe da reingeschrieben, Check-in. Und zwar geht es im wahrsten Sinne des Wortes, in den neuen Tag einzuchecken. Schau mal, wenn wir, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht für die Ohren und für den Kopf so ein bisschen seltsam, von was redet die da? Aber schau mal, wenn wir in Urlaub fahren und irgendwo in einem Hotel einchecken, da checken wir ja auch ins Hotel ein. Und sind da zum ersten Mal und dann schauen wir uns ganz neugierig um. Oder selbst wenn wir schon zum zweiten, dritten Mal da sind, dann schauen wir uns nichtsdestotrotz so ganz neugierig um. Was hat sich vielleicht verändert? Was gibt es hier zu sehen? Was gibt es hier zu entdecken? Und das bringt ja Freude irgendwo so ein bisschen mit rein. Ja? Und genauso kannst du auch in deinen Tag einchecken. Also, wenn morgens der Wecker geht, weil da du kommst da ein anderes Statement, du kommst ein anderes Bewusstsein, wenn du dir vorstellst, du checkst bewusst in den neuen Tag ein. Weil letzten Endes dieser neue Tag, der liegt ja auch vor dir, wie so ein unbeschriebenes Blatt Papier, wie das Hotel, wo du auch durchgehst und schaust einfach, was gibt es hier zu entdecken, was ist hier neu, was ist hier schön. Ich denke mal, die Aufmerksamkeit richtest du weniger drauf, was ist hier nicht gerade so schön in dem Hotel. Und im Prinzip haben wir das alles unbewusst ja auch als Kinder gemacht, als kleine Kinder. Wir konnten es ja morgens nicht erwarten, aufzustehen, mit großen Augen in den Tag geguckt und gedacht, was können wir heute kreieren? Was können wir heute Neues entdecken? Ha, was hält der Tag heute für mich bereit? Wir haben das halt nur verloren. Und du als erwachsene Frau, als erwachsener Mann, du kannst dir mit einem ganz einfachen Check-in-Ritual, das ich gleich mit dir teile, diese kindliche Neugierde nochmal hervorholen. Ich habe jetzt hier gerade geguckt, ob ich mein Headset hier nicht angeschlossen habe, weil das funktioniert im Moment nicht und dann hättest du mich wieder nicht gehört. Aber das Handy ist ans Akku angeschlossen. So habe ich gerade runtergeguckt. Okay, gut. Also, Check-in in den Tag. Damit eignest du dir nochmal so Schritt für Schritt eine etwas kindliche Neugierde an. Und du wirst staunen, was sich da so, ja, mit der Zeit, ich wollte jetzt sagen langfristig, das klingt so ganz lange, aber es ist nicht langfristig, was sich da einfach auch schon verändert. Und zwar, wenn ich morgens aufwache, nicht nur, dass ich als erstes mal im Bett schon mal meine Ohrläppchen massiere, weil da ganz viele Meridiane zusammenfließen und du damit dein ganzes Energiesystem einfach aktivieren kannst. Einfach mal so beide Ohrläppchen massieren. Damit zauberst du dir fast automatisch schon ja, ein Lächeln aufs Gesicht. Und was kann ja, von der Energie her dir besser helfen, ein gutes Statement für den Tag zu kommen, wenn du morgens noch nicht richtig wach bist, noch im Bett liegst und schon mal ein Lächeln auf den Lippen hast, okay? Und dann, wenn ich aufstehe, ein Fuß auf den Boden vors Bett, den zweiten Fuß, und dann stelle ich mir sofort vor, das kostet überhaupt nicht zusätzlich Zeit, es ist nur wirklich ein Thema, dass du daran denkst. Dann stelle ich mir vor, wie blitzartig aus meinen Fußsohlen Pfahlwurzeln in Mutter Erde wachsen, bis zum Mittelpunkt der Erde, bis zur Erdsonne. Und dann stelle ich mir in dem Moment einfach vor, wie ich Energie, wie ich diese nährende Energie von Mutter Erde über diese Wurzeln
in meinen Körper hochziehe, durch die Fußsohlen, durch die Beine und dann hoch bis zum Mittelpunkt meines Körpers, sprich bis zum Solarplexus oder Bauchchakra, welchen Namen du da auch immer gerne verwenden möchtest oder welcher Name dir ein Begriff ist. Ich denke, Chakren sind, hast du bestimmt schon mal was von gehört. So, und dann steht man ja auf, und wenn ich dann aufstehe, also mich aufrichte, dann stelle ich mir vor, wie von der Quelle allen Seins, wo ich der Meinung bin, wo wir da alle herkommen, da fällt ein Lichtstrahl auf mich herab, der durch mein Kronenchakra in mich hineinströmt und ebenfalls zu dem Mittelpunkt meines Körpers, zum Bauchchakra, zum Solarplexus, ja, geleitet wird. Und da bündeln sich beide Energien, sowohl die nährende Energie von Mutter Erde, hallo liebe Lumira, sowohl die Energie, die nährende Energie von Mutter Erde, als auch die Energie, ja, es ist auch eine Energie. Es ist alles ja im Prinzip eine Energie. Auch du bist ja eine Energie. Wir sind Energiewesen. Und wie diese Energie aus dem Kosmos, aus der Quelle allen Seins, aus dem Universum, nimm da einfach den Begriff, mit dem du am ehesten kannst, wie der sich auch im Mittelpunkt deines Körpers zentriert und sich verbindet mit dieser nährenden Energie von Mutter Erde. Und da setzt du morgens auch schon mal einen ganz, ganz wunderbaren, ja, wie soll ich sagen, einen wunderbaren Aspekt, um so in deiner Mitte zu sein und schon gleich in deiner Mitte in den Tag zu starten. Hallo, liebe Silvia. Ja, also nochmal, morgens aufwachen, Namaste. Für diejenigen, die nicht wissen, was Namaste heißt, Lubomira hat gerade geschrieben, Namaste. Das passt auch so gut hierzu. Danke, liebe Lumira. Das Göttliche in mir grüßt das Göttliche in dir. Das klingt jetzt vielleicht auch, wenn du es zum ersten Mal hörst und denkst, das Göttliche in mir, was ist an mir göttlich? Das sind alle ein Teil des Ganzen. Und wenn man das große Ganze auch als Gott bezeichnet, ohne jegliche religiöse Behaftung. Also wenn ich hier den Namen Gott verwende, dann meine ich das immer ohne religiöse Behaftung, auch wenn ich katholisch erzogen wurde. Ich bin Anfang 20 oder 19, sowas war ich, bin ich aus der Kirche ausgetreten und gehöre seitdem keiner Religionsgemeinschaft mehr an. Bin der Meinung, Religion, Religio, heißt Rückverbindung übersetzt an das, wo wir herkommen. Ich bezeichne das gerne aus dem Licht und aus der Liebe. Nimm du deinen Begriff, der für dich einfach passt. Universum, Quelle allen Seins, Licht und Liebe, egal wie. Und alles, was hier auf unserer Erde an Religionen erschaffen wurde, ist ja alles von Menschenhand erschaffen wurde. Und das ist so meine Wahrheit, die ich da für mich gefunden habe. Und alles ist ein Teil des großen Ganzen. Wenn man das große Ganze mal als Gott bezeichnet, ohne religiöse Behaftung, dann ist ja jeder von uns ein Teil von Gott. Und das ist mit Namaste auch wunderbar auf den Punkt gebracht, das Göttliche in mir grüßt das Göttliche in dir, denn wir sind ja alle auf einer anderen Ebene miteinander verbunden. Okay, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgeschwiffen, aber ich glaube, das hilft ja auch nochmal weiter. Beim Check-in in den Tag nochmals zusammenfassen. Stell dir vor, so wie wenn du in einem Hotel eincheckst, morgens checkst du auch so in den Tag ein. Wach werden. Ohrläppchen massieren, um dein Energiesystem schon mal ein bisschen zu stimulieren, um dir schon mal im Bett schon ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu lassen. Wenn du dann aufstehst, beide Füße aus dem Bett heraus und einfach dran denken, für einen Moment Wurzeln schießen aus deinen Fußsohlen, dicke Pfahlwurzeln schießen in Mutter Erde bis zum Mittelpunkt, bis zum zur Zentralsonne, zur Erdsonne von Mutter Erde. Und du atmest einfach mal einmal diese nährende Energie von Mutter Erde auf, bis zu deinem Bauchchakra.
Und dann stehst du auf und ein Lichtstrahl kommt von der Quelle allen Seins, vom Universum. Nimm auch da diesen Begriff, der für dich da am passendsten ist, wo du am ehesten eine Verbindung zu hast. Da kommt Energie durch dein Kronenchakra und fließt auch bis zum Mittelpunkt deines Körpers und beide Energien verbinden sich da. Und so checkst du in den Tag ein und bist schon mal in deiner Mitte. Ja, das geht ohne Aufwand, ohne zusätzliches Zeitpotenzial, was du morgens brauchst. Ist einfach nur ein Angewöhnen. Und wenn du das jetzt, wenn sich das gut für dich anfühlt, dann mach's gerne, wie ich auch, dass du deinen Wecker irgendwie damit verknüpfst oder einen Zettel da liegen hast, Check-in, um dran zu denken. Ja? Und so wirst du merken, wie gut das tut und wie du in deiner Mitte ruhend schon mal aus dem Schlafzimmer rausgehst und so in den Tag eingecheckt bist. Okay? Also, das ist mein Tipp heute mal, in den Tag einzuchecken. Ja, da ist gerade eine Fliege, die hat auch schon in den Tag eingecheckt heute. Okay, ganz, ganz liebe Umarmung. Und im Übrigen, ich habe gestern ja, fällt mir gerade noch ein, einen Post gemacht, wer gerne so über Symbole an Botschaften aus dem Unbewussten, also noch eine Etage tiefer, nicht Unterbewusstsein, sondern noch eine Etage tiefer, aus dem Unbewussten herankommen möchte. Und es ist ja auf sehr, sehr große Resonanz hier gestoßen. Sonntagabend, 20 Uhr, bin ich live hier und da gibt es eine Anleitung dazu. Alles, was du brauchst, ist Offenheit, Neugierde und auf der materiellen Ebene ein Bleistift und ein weißes Blatt Papier. Und dann sei gerne, notier dir den Termin, Sonntagabend, 20 Uhr, hier live in der Gruppe. Hallo, liebe Birgit. Hier live in der Gruppe und dann machen wir gemeinsam diese Anleitung, wo du ganz bestimmt ganz, ganz spannende Erkenntnisse, Informationen aus deinem Unbewussten bekommst, was dir ganz enorm weiterhilft, um ja auf den Weg deines Herzens zu kommen, deinen Seelenplan zu entdecken und im zweiten Schritt daraus auch deinen Seelenberuf zu kreieren. Denn dazu bist du ja hier in der Gruppe, um dir da auch Anleitungen zu holen, um in die Richtung weiterzugehen. Also um deinen Weg vielleicht ein bisschen zu korrigieren. Wenn du jetzt, ich vergleiche es immer gerne, auf dem rechten Weg unterwegs bist. Rechts, ich sehe das so als Weggabelung. Ich meine damit nicht der richtige Weg, sondern wenn du rechts unterwegs bist, dass du mal abzweigst, links Richtung Herzen. Okay? Alles Liebe, hab einen wunderbaren Tag. Hab viel Freude heute. Erlaube dir, in deiner Mitte zu sein, bei dir zu sein, die leisen Botschaften der Seele wahrzunehmen, die über Gefühle mit uns kommuniziert. Schick dir eine ganz liebe Umarmung. Sonnige Grüße. Bis dann. Ciao.